Und damit willkommen zu Sons of the Forest. Ja, es ist mir ein sehr, sehr großes Vergnügen, jetzt den Nachfolger in der Early Access mit euch gemeinsam spielen zu können. Ich bin sehr, sehr großer Fan von The Forest, habe das sehr lange und intensiv auch gespielt und konnte es nicht abwarten, endlich meine Fingerchen an den Nachfolger zu kriegen. Und ja, dadurch, dass es noch Early Access ist, wird es noch einige Fehlerchen kriegen. Wir werden wahrscheinlich im Laufe unseres Spiels noch ein paar Bugs antreffen können. Und ein Problem, was zum aktuellen Stand, sehen wir hier unten, Early Access Version 3.2.3.6.1. Momentan haben wir noch ein paar kleine Balance-Probleme, was die Stärke der Gegner und so weiter angeht. Häufigkeit von Kämpfen. Ne, es gibt einige, etwas, sagen wir mal, negativ angehauchten Meinungen in den Foren im Moment noch, aber wir sind schon sehr früh im Entwicklungsstadium im Early Access hier, wie gesagt. Und ja, ich würde sagen, wir starten dann gleich so weit rein, vielleicht vorab. Es kann immer mal vorkommen, dass die Folgen hier für das Let's Play ein bisschen nicht unregelmäßig, aber es kann immer mal sein, dass ein Tag mal eine Folge nicht kommt. Denn ich werde hier mal versuchen, mit den Einstellungen ein bisschen rumzuspielen. Heißt, Bitratenanpassungen durchführen und ein bisschen rumexperimentieren. Das wird zur Folge haben, dass ihr bessere Videoqualität bekommt, deutlich bessere. Aber bei mir werden es deutlich höhere Dateigrößen anhäufen. Und dementsprechend wird es natürlich auch länger dauern, das Ganze zu rendern, zu schneiden, hochzuladen, zu verarbeiten. Ne? Daher, wie gesagt, der Arbeitsaufwand ist deutlich höher. Dadurch natürlich von Anfang an fleißig mit dem Däumchen unterstützen. Wie gesagt, hier steckt dann sehr, sehr viel Arbeit drin. Ne? Und würde ich sagen, ich werde jetzt ganz kurz nochmal bei Einzelspielern ein paar Einstellungen machen für unsere Spielsession. Und dann starten wir jetzt Intro rein und sehen uns dann wieder gleich im Spiel. Hm? Bis gleich. Thank you.
Ja, sind wir wieder. So. Was ich glaube herausgefunden zu haben zum Anfang, wo wir in dem Helikopter drin waren, Verzeihung vor allen Dingen nochmal für das Intro, aber da konnte ich leider keine großartigen Soundeinstellungen machen. Das Intro ist wie bei vielen Spielen immer auf einer anderen Tonspur als die Einstellungen, die nachher ja, den Ton im Spiel nachher regulieren. Daher war das wahrscheinlich ein bisschen lauter. Und ja, ihr habt ja zum Anfang gesehen, wir waren am Laptop und haben nochmal ein paar Personalakten durchgesehen. Und je nachdem, wenn man neben sich aus dem Fenster schaut, sieht man ja die Landschaft. Ne? Wir fliegen ja eine bestimmte Route mit dem Helikopter. Und je nachdem, ab welchem Zeitpunkt man anscheinend den Laptop nachher zusammenklappt und die Informationen beendet, ab da wird dann anscheinend so ein bisschen getriggert, ab wo man abgeschossen wird. Also man kann auch so ein bisschen anscheinend beeinflussen, wo man jetzt im Endeffekt landet. Denn es gibt, glaube ich, 3 Locations, wo wir aktuell beginnen können, wenn wir abgeschossen werden oder abstürzen. Ne? So, als erstes werden wir mal gucken, dass wir unserem guten Begleiter hier wieder auf die Beine helfen. Ne? Ja, der gleich ein Mitglied kriegt, ne? Weiche Birne und so. Hey. Das sieht nicht gut aus. Er war vorher schon nicht die hellste Kerze, aber jetzt ist er, glaube ich, ganz kaputt. Da ist er wieder. Na, noch alles dran. Alles Wichtige zumindest. So, hier können wir erstmal so lassen. Er scheint nichts mehr zu hören. Ne? Wir haben gesehen, Blut ist aus den Ohren auch gekommen. Na, hat er verstanden. Sehr gut. So, jetzt müssen wir erstmal gucken. Wir müssen erstmal unsere ganzen Sachen einsammeln. So, das Wichtigste erstmal zuerst. Wir werden erstmal unser Notfallkit aufmachen. Ne? Denn da ist erstmal das Nötigste überhaupt erstmal drin. Wird hier auch nochmal gesagt. Notfall-Axt. Ne? Unser Navi-Gerät. Oder beziehungsweise unser GPS-Gerät. So, das ersetzt im Prinzip gleichermaßen nochmal so ein bisschen die große Weltkarte. So, und was wir nochmal machen werden, wir werden gleich mal das Messer, die Axt ausrüsten. So, dann haben wir erstmal alles bei uns. Und dann geht es erstmal ins Looten, ne? Wir sehen, wir haben ganz schön Schaden abbekommen. Jetzt müssen wir erstmal gucken. Na gut, unser Burschen hier hat es natürlich erwischt, ne? Dann konnten wir leider nicht mehr helfen. Und jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir uns noch ein bisschen was eindecken hier, ne? Wir sind ja eine Spezialeinheit, wie es aussieht. Daher haben wir natürlich auch C4 und andere Sprengstoffsorten dabei. Und dann beginnen wir jetzt erstmal und holen uns hier das Nötigste. Großes Glück, dass wir überhaupt irgendwie erstmal ein bisschen Ausrüstung kriegen. Und hier ist auch noch ein Lootkoffer. So, da haben wir 3-mal Schrotkugeln bekommen. Auch wenn wir im Moment noch keine Waffe haben, so wirklich. Ne? Kleine Info nebenbei nochmal vorab. Ich nehme dieses Let's Play jetzt ganz frisch auf, wenige Tage, nachdem ich meine Corona-Erkrankung hatte. Ne? Also sollte ich immer mal so ein bisschen, vielleicht kratze ich von der Stimme noch ein bisschen klingen oder mich ab und an mal noch ein bisschen räuspern, bitte ich das mal noch zu entschuldigen. Wie gesagt, das sind jetzt zu dem Zeitpunkt 6 Tage nach meiner Corona-Infektion. Ich Gott sei Dank recht gut eigentlich überstanden habe. Aber jetzt sind noch mal so ein paar Tage, wo ich mich noch mal hundertprozentig auskurieren muss. Daher, wie gesagt, wird es noch mal hier und da wahrscheinlich ein bisschen hörbar sein, dass ich noch nicht wieder hundertprozentig genesen bin. Aber ne, nicht, dass irgendwelche Fragen oder so nachher irgendwann in die Kommentaren kommen, warum dies und jenes war. So, jetzt müssen wir uns erstmal gleich eine Übersicht verschaffen, wo genau wir jetzt gelandet sind. Denn bei meinen jetzigen, ich hatte vorab schon mal ein bisschen angetestet, logischerweise, um unter anderem halt auch so ein bisschen das Bausystem zu testen. Und da bin ich an einer anderen Stelle gelandet. Ne? Das heißt, wir werden jetzt erstmal gucken müssen. Eine Sache werden wir mal machen, wir schmeißen uns mal gleich ein paar Medis ein. Damit wir zumindest grundlegend erstmal wieder ein paar Lebenspunkte dazu kriegen. Oh, die füllen sich jetzt ganz langsam, aber sicher auf. Und jetzt müssen wir mal auf die Karte gucken. Ne, wie gesagt, hier GPS-System haben wir. Mit der mittleren Maustaste können wir die Ansichten ein bisschen verändern.
Und wir müssten jetzt erstmal hier ganz in den Norden. Kann ich euch den Tipp auch geben, wenn ihr Sons of the Forest anfangen solltet, zuerst die Markierung hier in der Nähe vom Schneegebiet. Denn da werden wir zwei nicht gerade unwichtige Items zum Anfang direkt bekommen. So, dann werden wir uns also jetzt erstmal auf den Weg machen. Wir werden die ersten Folgen wahrscheinlich erstmal so ein bisschen... Aber wir werden die ersten Folgen erstmal ein bisschen Nomade sein. Also wir werden nicht gleich unsere Basis aufschlagen. Sondern wir werden erst einmal schauen, dass wir uns die ein oder anderen Ausrüstungen erstmal organisieren. Bevor wir uns dann einen Spot für unsere Basis suchen. Hat einfach den Hintergrund, für einige Locations ist es erstmal wichtig, bestimmte Ausrüstung zu haben. Beispielsweise die bessere Axt. Bevor wir jetzt hier großartig uns mit der kleinen Axt hier abmühen. Denn, so viel sei schon mal gesagt, die moderne Axt, die wir hier zum Anfang relativ schnell kriegen werden, ist auch für den Kampf erstmal unerlässlich. Solange wir jetzt hier großartig keine besonderen Bögen oder keine Schusswaffen im Moment noch haben, ist die Axt, die wir jetzt zum Anfang uns erstmal holen werden, erstmal unerlässlich für unsere Zwecke. So. Können wir auch gleich mal ein bisschen die Augen offen halten nach einer Location vielleicht schon mal, ne? Das sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. So, gucken wir mal. Gucken wir mal. Das sollte man zum Anfang auch immer machen. Hm. Auch wenn wir uns jetzt vergiftet haben, aber alle Kräuter und Pflanzen, die wir unterwegs finden, werden wir uns erstmal schön genüsslich in den Mund schieben. Damit wir nämlich erstmal die Wirksamkeit der Pflanzen erstmal entdecken können. Wird später halt auch wieder, wie in Teil 1 auch schon, eine Rolle spielen, damit wir uns halt auch wieder Heilpflanzen und sowas nachher oder Medikits zusammenstellen können, mit denen wir unsere Lebensenergie wieder auffüllen können. Denn ich gehe mal stark davon aus, hier können wir auch schon mal wieder ein bisschen was mitnehmen. Ein paar Heckenkirschen. Heckenkirschen, genau wie im ersten Teil, ne, können wir dann wieder Gift für unsere Waffen herstellen mit. Ist also auch nicht ganz unwichtig. So. Kelvin ist irgendwo hinter uns. Wo wir uns auf jeden Fall dran gewöhnen müssen, die Karte von Sons of the Forest ist locker viermal größer, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz irre. Ich glaube, mindestens viermal größer als die Karte, die wir noch bei The Forest hatten, beim ersten Teil. Ne? Bedeutet natürlich, wir werden natürlich auch ein ganzes Ende länger unterwegs sein, ne? Wenn wir mal von einem Punkt irgendwo der Karte zum anderen... Oh, das ist jetzt natürlich noch nicht so gut. Ich hoffe mal, die lassen uns erstmal noch in Ruhe. Denn eigentlich will ich bis jetzt noch nicht direkt kämpfen, wenn ich ehrlich bin. Oh, der klettert einen Baum hoch. Denn im Moment haben wir es noch nicht so dicke mit Waffen und so weiter, ne? Komm schon. Im Moment sollten wir uns noch ein klein bisschen zurückhalten, was das Kämpfen angeht. Wie gesagt, prädestiniert ist jetzt erstmal, oder Priorität besser gesagt, ist jetzt erstmal uns die erste große Axt zu organisieren, damit wir eine vernünftige Waffe für den Anfang haben. Man könnte theoretisch auch mit der kleinen Axt erstmal arbeiten, aber die ist halt genau wie die rote Flugzeugaxt aus dem ersten Teil wirklich nur absoluter Basic-Stuff, ne? Die bildet erstmal nur einen absoluten Mindestüberlebens oder die Mindestüberlebensgrundlage. So, ein Stückchen müssen wir noch. Gucken wir mal. So. Wie gesagt, ich werde dann von Folge zu Folge immer mal ein klein bisschen rumexperimentieren. Für die unter euch, die vielleicht ein bisschen technisch bewandert sind und vielleicht selber auch irgendwie Sons of the Forest aufnehmen wollen. Im Moment habe ich oder nehme ich mit einer durchschnittlichen Bitrate von 180.000 auf. Hm? Nur so mal vielleicht die ein oder anderen Informationen nebenbei. So, okay. Das ist interessant.
Die Locations, wo wir jetzt ein paar Sachen herkriegen, scheinen auch ein klein bisschen zu variieren. Wobei, nee, plötzlich müsste die gleiche Location sein. So. Hier wird es nämlich erstmal wichtig. So, hier kriegen wir erstmal ein Seil. Das werden wir zum Anfang auch erstmal brauchen. Und jetzt müssen wir hier das Seil erstmal kappen. Jetzt müssen wir gucken, dass wir irgendwie erstmal nach unten kommen. Nach Möglichkeit, ohne dass wir Schaden kriegen. Das wäre nämlich gar nicht mal schlecht. So, der gute Kelvin ist auch schon wieder dabei. Der Begleiter. So. Wir werden uns erstmal ein bisschen sputen. Ich habe in den Einstellungen auch mal eingestellt, dass unser Tagesablauf ein bisschen länger dauert. Ne? Also sprich, der Tag wird insgesamt ein bisschen langsamer voranschreiten. Damit wir auch ein bisschen länger Tagessicht haben. So, da haben wir schon mal das GPS-Signal. Hier bekommen wir eins der ersten wichtigen Items, nämlich eine Taschenlampe. Wie gesagt, wir haben auch wie im ersten Teil wieder ein Feuerzeug, aber das ist eine sehr, sehr eingeschränkte Lichtquelle. Mit der Taschenlampe haben wir einen etwas größeren Lichtkegel, gerade wenn wir in die ersten Höhen gehen. Und die verbraucht nur Batterien. Und da kommen wir eigentlich relativ gut dran. So, nächster wichtiger Punkt. Wenn ihr unseren Kollegen oder wenn ihr den Kollegen hier gefunden haben sollt als Orientierung, stellt euch mit dem Rücken an die Wand und lauft ganz genau über diese Klippe hier drüber. So, und dann immer weiter geradeaus. Ihr werdet gleich sehen, wo wir da nämlich hinwollen. Und ihr werdet es vor allen Dingen akustisch auch hören. So. Ich denke, man hört es mittlerweile aus der Ferne schon. So, zu dem Lager wollen wir nämlich. So. Und das ist sehr, sehr einfach zu finden, wenn man sich halt, wie gesagt, mit dem Rücken einfach an die Wand stellt. So. Haben wir gleich ein bisschen Musik hier, ne? So, und da ist das gute Stück, das ich euch empfehlen würde. Holt euch das gleich zum Anfang. Denn das ist nämlich eine Axt, die macht mächtig Schaden. So, und hier können wir auch das erste Mal speichern eigentlich. So, überschreibe ich mal. Das war mein Test, Speicherstand zum Ausprobieren. So. Da haben wir nämlich schon den ersten Störenfried hier, ne? Oder zwei Störe, drei Störenfriede, oh. Ja. So. So, wie ihr seht, die macht ganz gut Schaden, die Axt, ne? So, schon haben wir erstmal Ruhe. Müssen wir immer gleich mal gucken. Ab und an lassen die immer Beutetaschen fallen. Hier zum Beispiel. Da ist immer mal Stuff drin, da kann Medizin drin sein, da können ein paar Lebensmittel drin sein. Ist immer gut, die mitzunehmen. So, und dann gucken wir gleich mal. Hier sind noch ein paar Loot Crates, ne? So, wenn euch die Musik auf den Keks geht, könnt ihr die natürlich auch ausmachen, ne? Oh, dann haben wir erstmal Ruhe. Sollen wir vielleicht auch ein bisschen, wenn sich hier irgendwie noch ein paar Leutchen anschleichen sollten. So. Hier nicht vergessen, wie im ersten Teil, ne? Laptops und solche Sachen können wir zerstören. Und da kriegen wir wieder Platinen raus. Brauchen wir dann unter anderem wieder, um beispielsweise Zeitbomben und sowas herzustellen, ne? So, Alkohol können wir erstmal mitnehmen. Und dann gucken wir gleich mal, ob wir hier noch die C4-Bomben mitnehmen können. Hier liegt noch eine Kiste mit ein paar Leuchtfackeln. Und dann haben wir das Wichtigste erstmal. So, und jetzt müssen wir überlegen. Wir müssten rein theoretisch zur zweiten Location erstmal gehen. Und die ist hier im Norden. Ihr seht schon, die ist mitten im Wasser, ne? Ist die zweite wichtige Location, die ich euch auch empfehlen würde, die als erstes direkt anzusteuern. Denn da bekommt ihr die erste Schusswaffe. Da bekommt ihr eine Pistole mit Aufsatz. Das ist schon mal ganz wichtig. So, das bedeutet, wir werden jetzt erstmal... Glaube ich das? Wo kamen die denn her? Kamen die denn her? Die ist einfach aus dem Boden aufgetaucht, ne? Ich das gerade richtig gesehen habe.
Ganz frech aus dem Boden gesprungen gekommen, die Burschen. Die waren ja frech. Oh, der andere scheint sich verkrümelt zu haben, ne? Hm. Andere ist irgendwo in der Nirvana gelandet. Ja, gut, soll uns egal sein. Ah, das habe ich auch noch nicht erlebt. Dass die irgendwie im Boden versteckt waren, ne? Die sind irgendwie aus dem Erdloch rausgesprungen, wie es aussah. Heftiger Kreis. Heftige Sache. Hast du ein Kaninchen? Okay. So, wir werden uns erstmal weiter durchs Unterholz schlagen hier, ne? So, ist aber heftig. Wir scheinen einen kleinen Treffer abgekriegt zu haben und haben direkt Schaden gekriegt, ne? So, dann wollen wir mal gucken. Wir werden als erstes mal gleich ein bisschen Kette geben. Und so schnell wie möglich gucken, dass wir, wie gesagt, erstmal an die Küste kommen. So. So schnell wie möglich an die Küste kommen. So, und dann schauen wir erstmal, wie gesagt, dass wir uns die Schusswaffe organisieren. Dann haben wir die grundlegenden Sachen erstmal. Eine Sache müssen wir mal gucken, ob wir die vielleicht gleich noch in Angriff nehmen. Die wird ein bisschen gefährlich werden. Darum weiß ich noch nicht so hundertprozentig, ob wir das vielleicht direkt zum Anfang machen. Aber ich habe eigentlich immer ganz gerne die, die Seilkanone schon zum Anfang. Weil man da unter anderem, wie der Name vermuten lässt, natürlich ein Seil spannen kann. Kommt damit zu etwas entlegeneren Gegenden schon mal hin. Wo man mit Klettern zum Beispiel nicht ohne weiteres hinkommt. Und was noch ein großer Vorteil ist, ihr könnt über Wasser Baumstämme transportieren damit, was auch ziemlich geil ist. So, aber jetzt müssen wir erstmal an die Küste, ne? So. Oh. Okay, das ist ein eingeborener Lager hier vorne, ne? Ich glaube, die haben uns gesehen. Frage ist halt, wie viele von denen sind hier. Und einer. Einer mit der Waffe, ne? Oh shit, der hat uns gesehen. Nicht gut. Gucken, ob wir uns hier schnell aus dem Staub machen können. Im Moment will ich eigentlich noch nicht unbedingt gleich in Kämpfe verwickelt werden, wenn ich ehrlich bin. Gucken wir mal, ob wir hier schnell ein bisschen auf Entfernung kommen. So, das Gute ist, hier haben wir schon mal eine Aloe Vera Pflanze gekriegt. Die ist nicht ganz so unwichtig. Denn die werden wir für Heilmittel brauchen. Ne? Die kennen wir auch aus dem ersten Teil schon. Da brauchen wir auch Aloe Vera Pflanzen zum Heilen. So, dann gehen wir erstmal wieder ein bisschen Kette. Ne? Gucken wir erstmal, dass wir wieder schnell ein bisschen an die Küste kommen. Ich werde mal schauen, dass ich die Folgen so wieder 30 Minuten cutte, irgendwie ungefähr. Ja, mit 30 Minuten sind wir auf einem ganz guten Stand. Kann immer mal sein, dass wir die eine oder andere Folge vielleicht ein bisschen Überlänge kriegen, gerade wenn wir nachher in den Höhlen drin sind. Da wir da wahrscheinlich nicht immer so hundertprozentig direkt zum Speichern kommen werden. So, aber jetzt gucken wir erstmal, dass wir hier schnell über den Strand geflitzt kommen. So schnell wie möglich halt auch. Ne? Solange der Tag noch da ist, bis es noch hell ist. So, dann gucken wir mal. Wasser sieht noch gut aus. Trinken brauchen wir also erstmal keine Sorgen machen. Lebensmittel haben wir auch erstmal genügend.
So, da müssen wir mal gucken. So, hier kommt erst das nächste Lager. Hören wir halt auch schon anhand der Musik, ne? So, und hier kriegen wir den ersten Waffenaufsatz. Hier ist schon mal Munition. Und hier kriegen wir ein Bauteil für unsere Pistole, die wir gleich kriegen werden. So, hier ist noch ein Seil drin, sehr gut. Und eine Plane. Bisschen was an Lebensmitteln. Musik machen wir mal aus, damit es uns nicht auf den Keks geht. Und hier ist ein guter Punkt, hier könnt ihr euch zum Anfang erstmal gleich mit einem kleinen bisschen Essen für unterwegs eindecken. Schön, ein paar leckere Austern. Hm, frisch aus der Muschel geschlürft, ne? So, wie die reichen Leute. So, gucken wir erstmal, dass wir unser Essen ein bisschen auffüllen. Ja, so atemberaubend viel Essen bringt das jetzt anscheinend aber nicht gerade, ne? Naja, so ein bisschen. Aber dann braucht man nicht so viel mitschleppen. Ich glaube, man kann eh bis 5 Stück tragen. Und da wir hier so schnell nicht nochmal hinkommen werden, schnappen wir uns das Ding hier erstmal gleich. Ja, machen wir unsere Lebensmittelanzeige erstmal voll. Und den Rest von den Austern können wir dann zur Not mitnehmen. Wie gesagt, 5 Stück können wir eintüten. So, die eine vielleicht noch und dann dürften wir schon voll sein, nehme ich mal an. So, die Reste, den werden wir mitnehmen. Ah, die kommen wir nicht mehr. Na gut. Dann schlürfen wir die auch noch dezent weg. So, na gut. So, bevor wir dann dahin gehen werden, hier werden wir natürlich auch nochmal looten. Bevor wir die Pistole versuchen zu holen, werden wir mal eine Sache machen. Wir schnappen uns hier so eine Plane. Legen die ganz kurz aus. Machen noch ein Stöckchen drunter. Sticky die Stick. So, dann können wir schon mal ein provisorisches, behelfsmäßiges Lager kurz aufbauen. Dann werden wir hier nämlich noch mal ganz kurz speichern. Und dann werden wir uns auf den Weg machen. So. Ich kann euch den Rat geben, wenn ihr auf dem Weg seid, zu der Rettungsinsel da, versucht den kürzesten... Oh. Okay, ein paar Schildkröteneier. Die nehmen wir natürlich mit, ne? Versucht den kürzesten Weg hier zu nehmen, denn hier gibt's Haie. Hm? Kennen wir auch schon aus dem ersten Teil. So, dann drückt mal die Daumen, dass wir das überleben. Wie gesagt, wir haben extra gespeichert, sollte was schief gehen. Dann müssen wir nochmal speichern. Nochmal laden, so rum. So, drückt mal die Daumen, dass wir um den Hai drumherum kommen. Denn es gibt 2 von der Sorte hier im Gewässer. Wir drehen 2 von denen nämlich ihre Kreise. So, wir haben es zumindest schon mal geschafft. Gut, Hinweg haben wir überlebt. Die Frage ist, schaffen wir den Rückweg auch wieder? So, da ist der erste Hai, ne? Die tauchen auch immer mal ab. Und wenn ihr euch unsicher seid, ob die Luft rein ist, kann ich euch den Rat geben. Genau das nämlich. Achtet auf die Möwen. Hm? Wartet immer, bis die Möwen wieder sitzen. Und dann könnt ihr genau abschätzen, wo der Hai gerade ist. So, und da kriegen wir unsere Pistole. Im Prinzip das wichtige Item Nummer 3. Hm? So, hier noch ein bisschen Stuff. Bisschen Kleinkram. So, das war's rein, Tür, bitte schon. So, jetzt müssen wir warten, bis der hier nochmal rum. Okay. So, wir könnten theoretisch auch das Feuer eröffnen mit der Pistole auf den Hai, ne? Da Munition aber relativ schwer zu kriegen ist, würde ich euch davon abraten. So, mal gucken, wann er wieder auftaucht. Da ist er wieder.
So, jetzt heißt es Hörsengeld geben. Wie gesagt, das sind zwei, ne? Nicht vergessen. Die sind immer jeweils parallel in der Regel. Also wenn ihr den Hai gerade an euch vorbeischwimmen sehen habt, könnt ihr davon ausgehen, dass der andere auf der anderen Seite gerade war. Also immer am besten die Zeit nehmen. So, und wie wir sehen, es dämmert schon, ne? Der erste Tag ist gleich vorbei. Sind wir also ganz gut dabei gewesen. So, dann bloß schnell gucken, dass wir wieder an die Küste kommen. Da werden wir dann nochmal speichern. Und dann würde ich sagen, passt das ganz gut für die erste Folge dann. So, wartet mal. Eine Sache machen wir mal gleich noch. Wenn hier eine Schildkröte gerade ist. Ein bisschen motivieren, denn Wasserkollektoren, ne? Schildkrötenpanzer können wir immer gut gebrauchen. Zusätzlich gleich noch ein bisschen Fleisch. So, dann gucken wir gleich mal, ob hier vielleicht noch irgendwo eine rumschwimmt. Ah ja, da ist noch eine. So. Nehmen wir uns auch gleich wieder den Schildkrötenpanzer mit. So, wir können mal gucken, ob eine dritte auch noch geht. Denn wie gesagt, wir kommen hier nicht mehr so schnell hin. Ja. Dritten Schildkrötenpanzer konnten wir auch noch einsammeln. Sehr gut. So, einwandfrei. Pistole haben wir. Dann würde ich sagen, wir speichern nochmal. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, meine Freunde. Fleißig kommentieren, fleißig bewerten, vor allen Dingen Däumchen drücken, ne, für die erste Folge unseres neuen Let's Plays von Anfang an fleißig unterstützen. Und ja, nächste Folge werden wir dann mal gucken. Ich werde zwischen den Folgen nochmal ganz genau gucken, in welcher Höhle wir die Seilkanone bekommen haben. Ich glaube, da werden wir nochmal einen kleinen Stepper hinmachen und werden mal gucken, ob wir die uns auch noch organisieren können, bevor wir dann uns den ersten Bauplatz, unsere erste Basis dann anschauen und dann anfangen werden zu bauen. Ne? Wie gesagt, fleißig kommentieren, bewerten. Und sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, schön gesund bleiben und ciao, ciao.